Das ist jetzt die große Kiste, mit der sie gekommen sind, und da sind jetzt die 10 drinnen. Also sicher optimale Transportbedingungen, und jetzt sind wir wirklich gespannt, dass die vorderste Front auch noch aufgeht. Und da sind sie. Der Mutigste schaut schon mal um die Ecke, schau. Einer springt von hinten raus. Die Pinguine einfach beobachten kann, wie sie unter Wasser fliegen, sozusagen. Schau, wie toll. Die älteste ist die Sally, die ist 2011 geboren. Und der jüngste ist der Maguro, der ist 2018 geboren. Also eine nette Mischung, damit auch. Die Gelinde Hillebrand, die zoologische Leitung, den Andreas Frerer führen, Studierleiter Afrikadorf. Beide stehen natürlich. Herr Bürgermeister, das hat man auch nicht oft, oder? Pinguine füttern. Es ist ja zum Schluss ja immer so, dass man noch tausend Sachen überlegt, ob eh alles passt, ob eh alles funktioniert. Aber die Glasscheiben halten, die Pinguine fühlen sich wohl, das Wasser ist drinnen. Die sind glücklich. Aber mein Leben, das Wasser, das ist auch keiner alles. Weil sonst fetzt es uns nicht gleich so um. Nein, das ist nicht gleich. Voll hier. Sie sagt ja, der das ist ja wie unterschiedlich die ja. Doch wieder sind. Ja, oder? Also es handelt, alle Pinguine haben Partner, einige haben sehr viele Partner, ein paar weniger. Aber wir sind jetzt einmal die ersten Pinguine, die da sind. Ich glaube, da folgen noch andere, und wenn andere noch gerne eine Partnerschaft haben möchten, die glaube, das ist Ja. Ist es schon? Nein. Nein.